Servus und willkommen zu Forzim 1 gegen 1. Und ja, was wollte ich sagen? Mir geht's wieder ein bisschen besser. Die Stimme versagt mir nicht mehr. Und ich bekomme auch keine Hustenanfälle mehr, dass ich die Aufnahme anschließend wegschmeißen muss. Von daher, auf zur nächsten Aufnahme. Die Videos machen sich nicht von alleine. Und wir haben auch einen sehr, ich sag mal, fähigen Gegner. Es ist Nukleon, aktuell Rang 32, der Gute da drüben. Also ich erwarte einiges. Und mal gucken, wie es läuft. Wenn er uns übel gegen die Wand fährt, sage ich einfach, ich bin krank. Und wenn wir ihn gegen die Wand fahren, kann ich immer noch sagen, ja, wir haben gewonnen, obwohl wir krank sind. Nee, Spaß beiseite. Der Gute hat mit Phantom auf Vanilla in richtig, richtig schönen Bait gespielt, wo er die Nukes unterm Fort gebaut hat und dann verschoben hat. Und das war richtig stark. Da hat er mich richtig in die Bredouille gebracht. Das war unangenehm. Aber hier auf Hängezeit geht das nicht. Aber ich erwarte trotzdem, dass er da ein, zwei Zaubertricks, Kunststückchen, wie man es auch immer nennen mag, auspacken will und wird. Also wie gesagt, ich erwarte da einiges von ihm. Und bei uns auf der anderen Seite, wir gehen hier für die EMP. Die Economy, gleich 5 Minen, 2 Windturbinen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier noch die beiden Lageeinheiten. Wir haben da drüben keinen Sniper. Hier ist die Windturbine. Da hinten ist da auch nochmal der Spot für eine andere Windturbine. Ja, da haben wir eine Batterie. Okay. Ich gehe für die 6. Mine und dann gleich hier für die EMP. Ich will ein bisschen ärgern. Problem ist, ich lade damit auch seine aktive auf, aber sei es dann drum. Bei ihm, ich kann ihn halt nicht einschätzen, was er jetzt spielt, da er zuletzt ja Phantom ausgepackt hat. Und ich bei ihm auch jetzt nicht so sagen kann, jo, das ist ein ganz typischer Spionspieler oder Scatter-Schrott oder irgendwas in der Art, ist das halt gerade ein bisschen tricky, ehrlich gesagt. Aber finde ich auch ganz cool so. Weil man muss ja nicht immer gleich bei jedem riechen, was er spielen möchte. Wir gehen für die Lasers und unsere EMP ist ready. Das heißt, einmal die schnellen Tore auf und EMP raus. Er hat den Gunner behalten, hat er gut gemacht, aber... okay, da kommt noch ein Gunner da oben rein. Kann ich mitleben? So. Bitte triff nicht. Okay, er trifft nicht. Sehr gut. Boah, schön den Core, den Gunner. Ein Sniper wäre vielleicht hier nicht verkehrt. Nimm deinen Gunner zurück. Was für ein Gunner? Ich habe doch gar keinen mehr. Oder meint er gerade das? So. Der Sniper ist im Aufbau. Jetzt hat er zwei Gunner. Wir probieren jetzt einfach weiter. Das frisst ja bei uns kein Brot und wenn es durchkommt, ist lustig. Wenn nicht, ja, ist ein bisschen doof, aber was soll's. Während wir hier gerade noch auf unsere T2 warten, habe ich noch eine Frage an euch. Nämlich, ich habe mir Gedanken gemacht, wie es darüber aussieht, ob das bei euch gut oder schlecht ankommt. Wenn ich sagen würde, wir machen so an meinem Geburtstag zum Beispiel so kleine Giveaways, dass ich sage, es gibt dann, keine Ahnung, einen Amazon-Gutschein von 20 Euro für 3 Stück aus der Community oder irgendwas so in der Art. Keine Ahnung, ob ihr sagt, jo, fände ich mal eine gute Sache oder wenn ihr sagt, weißt du was, deine Videos langen mir eigentlich schon, du musst da dir keine Umstände machen, dann mache ich das halt nicht, aber wenn ihr das cool fänden würdet, wäre ich da voll und ganz dabei. Deswegen, ich brauche nur einmal von euch in den Kommentaren eine Meinung dazu, weil das wäre super. Noch nicht getroffen, aber das ging durch. Sehr schön. Den haben wir raus und da unten hocken die Waffen drin bei ihm. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Den Sniper auswählen. Ja, okay, da hockt schon eine Waffe drin. Okay. Okay. Dann wissen wir Bescheid. Und ja, wie gesagt, das war so die Frage, ob ihr sagt, ja, finden wir eine gute Sache oder nett, ist weiterhin disabled. Da oben ist ein Sniper drin, der tut mir aktuell noch nicht weh. So, ich gehe für Double Firebeam. Komm. Okay,
Okay, da unten komme ich jetzt gerade nicht mehr bei. Das da oben. Okay, ja. Jetzt ist der Double Firebeam vielleicht etwas Double Krütze. Aber ist jetzt so. Ich habe den Call gemacht. Jetzt muss ich damit leben. Nö, weil da wollte einfach mal wissen, wie es bei euch aussieht. Ob ihr sagt, das ist eine gute Idee oder... Nee, lass mal gut sein. So oder so. Haut mir in die Kommentare. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Und ja, das war's eigentlich von meiner Seite auch schon, was ich fragen wollte. Komm mal her. Wir bauen hier noch ein bisschen vorne dran. Ich weiß nicht, ob da in Howie kommt oder was anderes. Wenn es was anderes ist, könnte es ein Laser sein. Laser ist unangenehm. Deswegen spielen wir Lasers. Ach ja. Und ja, mal gucken, wie es jetzt läuft. Ich gehe hier aufs Energieschild, einfach weil es gerade günstiger ist. So, da sind die Windturbinen. Der Plasmabeam ist in place. Ich warte noch auf die Sachen da unten, dass der ist bereit. Hier sind ganz viele Windturbinen hinten drin. Okay. So, dann können wir ja. Dann würde ich sagen, die Sachen sind doch ready. Holen wir uns noch ein paar Gunner, falls da in Howie geflogen kommt, weil den möchte ich definitiv nicht einfach so kassieren und dann... Okay. Da sind Schilde. Hab's verstanden. Habe ich verstanden. Sind auch da unten Schilde, frage ich mich. Nein, da sind keine Schilde. Okay. Dann weiß ich da Bescheid. So. Aber... Okay, da ist ein Firebeam. Und der Plasmabeam. Mhm. Unangenehm. Unangenehm. Das heißt aber für mich auf der anderen Seite, ich kann die Gunner hier entspannt verkaufen. Ja. Die kommen weg. Das kommt dafür dahin. Und ja. Kurz überlegen, wie spielen wir das jetzt am dümmsten runter? Ich brauche hier auf jeden Fall noch ein vorgezogenes Tor, das ist klar. Das hier kann weg. Der Sniper da hinten, der kann auch weg. Der hat keinen Zugriff mehr auf irgendwas, was wichtig ist. Ja, einmal kurz die Aktive ziehen. Das ist doch alles entspannt, repariert, alles gut. So, und dann kommen jetzt hier auch noch ein paar Türchen rein. Und dann haben wir jetzt gleich Fire Plasma am Start. Hat er noch Gunner, ist die Frage. Es sieht nicht so aus, weil wenn er keine hat, kann ich ihm vielleicht hier ein bisschen ärgern. Das fände ich sehr sympathisch. Ach, hier. Ja, wollte er dort snipen. Gott sei Dank hat er nur, in Anführungsstrichen, Richtung Firebeam geaimt. Das hätte unangenehm werden können. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Energie. Ja, das klappt nicht ganz. Okay, der Plasma von ihm ist hier ausgeschaltet. So. Hier kommt die EMP. Oh, ein Gunner ist noch am Start. Oh, viel zu groß. Ach, viel zu groß. Viel zu weit. Viel zu weit hoch. Hat er rausgenommen. Schade. So. Jetzt kommt da nochmal Gunner nachgezogen. Der kommt durch. Schön. Komm mal her, ein Stück höher. Ah, nicht ganz, wo ich hin wollte. Aber nehme ich an. Autschi. Könnte er Spion spielen? Könnte er hier wirklich Spion spielen? Deswegen auch die ganzen Gunners vielleicht? Ich bin nicht ganz sicher, aber... Wir wissen, dass er halt nicht schlecht ist. Also, was heißt nicht schlecht? Wir wissen, dass er gut ist. Von daher ist das nicht so verwunderlich, dass er uns dann hier ein bisschen in die Bredouille bringt. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Deswegen, wir schießen einfach, ja, munter zurück. Oh, da war eine Basso. Oh, wie hässlich. Oh, komm her. Schön. Da ist auch ein Schild, okay. Schildemarker. Aber er hat keine Gunner mehr. Sehr gut. Habe ich richtig gesehen? Er hat keine Gunners mehr. So. Das heißt, für mich
Ich werde hier noch ein bisschen Windturbinen adden. Weil auf kurz oder lang ist das halt dann doch relativ teuer. Er hat aber mega viele Türen, wie ich hier gerade durch die aktive sehe. Ah, da komme ich halt nicht durch. Hier, wo der Schild ist, das ist halt eine wunderbare Schwachstelle im System bei ihm. Da muss nur mal was durchkommen bei mir. Das wäre halt dann sehr schön. Oh, wenn das passiert. Hier hat er Gott sei Dank veraimt. Ah, so, da habe ich was rausnehmen können. So, da geht noch was raus. Schade, schade, schade. Ach. Okay, ich hätte gerne ein Upgrade Center. Weil ich glaube, ich brauche hier etwas mehr Economy, als ich aktuell zur Verfügung habe. So, dann noch hier ein Sniper mit rein. Das hat er gerne nachgezogen. Nein, naja. Könnte wirklich ein Spion sein, wenn er hier mit der Basse so präzise in diese Lücke da rein hantiert. Naja, selbst wenn mir... Oh. Okay, wir verbessern ja unsere Economy jetzt gleich. Also alles entspannt. Auf der anderen Seite, was ich auch noch fragen wollte, wenn wir hier eh gerade entspannt auf die Economy warten müssen. Wie sieht es bei euch eigentlich so mit Lieblingsgetränk, Lieblingssport und so weiter aus? Ja, ja. Komm mal her. Bei mir, ich muss leider eingestehen, ich trinke für mein Leben gerne Softdrinks. Das macht das Ganze nett. So einfach mit Sport und Gewicht halten und allem. Aber ich liebe diese Dinge halt. Das ist halt problematisch. So. Und jetzt bitte. Genau. Deaktivier dich selbst. Ah, unangenehm. War aber irgendwann abzusehen, dass das kommt. Ja, okay. Hol den Gunner noch weg. So. Einmal kurz reparieren alles. Er hat mega viele Türen und ich vermute ganz stark, dass da wirklich gleich sowas wie eine EMP kommt. Okay. Und. Jo, das war ein Plasma-Beam. Keine EMP, Plasma-Beam. Das nehme ich ihm doch gerne weg, das Spielzeug. Das hat er bestimmt nicht gebraucht. So. Der Gunner kann weg. Hier kommen... Ja, okay. So viel zu. Hier kommen mehrere Tore rein. Nein, kommen sie nicht. So. Oh. Das ist echt kacke. Vor allen Dingen, wenn der Mist einfach da rein lasern würde, wäre das einfach alles instant Murks. So. Da... Qualms. Hat seinen Feuer- oder Plasma-Beam. Au! Er trifft diesen Dorsnipe. Alter. Okay. Okay. So. Komm mal her. Wir gehen hier für mehr Economy. Und wir gehen hier für Minigunner. Und wir holen uns die guten. Wir holen uns die AP-Minigunner. Da wird er auf jeden Fall dann Spaß mit haben. So, da kommt eine Flak hin, die kriegt auch sogar ein Türchen. Soll ich nicht denken, dass er mir nicht wichtig wäre. So, die Minen sind geupgradet, das heißt, unsere Economy ist safe. So, die sind auf der 1, das ist die 2. Sehr schön. Der Winkel vom Laser wird immer, immer schlechter. So. Okay. Ein weiterer Versuch auf dem Dorsnipe. Eieiei, kurz mal husten. Immer gut. Schluck Tee trinken. Soll dir helfen. Ach, es ist so nervig, krank zu sein. So. Unsere Anti-Air ist vorhanden. Wir haben zwei Flux und die AP-Minigunner. Die sollten hier ein bisschen Damage machen. Und ich sehe gerade, er hat bei sich auch alles geupgradet. Ey, okay, die EMP kommt hier weg.
Die EMP ist hier einfach nur Fail. Dann kommt da oben der Plasma-Beam rein und da unten ist die EMP. Ich kann es mir nicht erlauben, dass hier anderen die Schilder ausgehen. Wie er hier einfach mit dem Sniper hovert. Mm-mm. So. Den Sniper haben wir. Doppel-Energieschild da unten. Okay. Hatte ich nicht mehr eine Flak gegönnt? Dann mache ich das halt jetzt so. Doch, da war eine Flak gewesen ursprünglich. So, hier kommt ein bisschen tiefer. Ja, ja, es geht nochmal raus, da oben. Ja, da komme ich, glaube ich, sogar durch. So. Ja, guck mal, ich darf meine EMP wieder schießen, ohne dass sie irgendwo hängen bleibt. So, und bei dir. Das ist gut, das ist genau der Winkel, den ich brauche. Und hier, Minigunner, Minigunner. Okay, 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 okay. Das ist das, wo ich brauche, um ihnen definitiv weh zu tun. Schön. Einfach mal den Core disabled und... Okay, ganz, ganz viele Energieschilde, die da gerade online sind. Okay. Mhm. Okay. Er spielt definitiv Spion. Mir ging gerade die Energieflöten. Okay. Dann weiß ich in der Hinsicht Bescheid. Jo, einmal ganz kurz. Oh, es hat gereicht. Es hat gereicht, dass es nicht rausgeht. Haha, nein. Nein, nein, nein. Ja, nein. Ich sage einfach dazu, nein. Ich möchte das nicht und ich möchte das auch nicht gegen mich haben. Und nein. Oh, ihm fehlt Energie. Sehr gut. Die Gunner schießen, Gunner treffen. Schlecht, aber... Ah, doof. Ich brauche mehr Energie. Ach, ich hasse Spion so sehr. Der neue ist zwar nicht mehr so stark wie der alte. Muss man ehrlich dazu sagen, dass der alte wesentlich schlimmer war, weil die aktive gefühlt immer getriggert hat. Aber das heißt nicht, dass ich den neuen jetzt mag. Ich sag nur, dass der alte schlimmer war. So, ich denke mal, jetzt dürften wir hier gut aufgestellt sein. Die Minigunner, Alter, schick nochmal einen Gruß. Okay, irgendwas ging da nochmal raus, das ist angenehm. Die Minigunners treffen, ach, die Gunners treffen auch. Okay. Warte mal, ach, okay, jetzt kann ich es knicken. Okay. Das hätten wir. Die sind raus. Ein trauriger Gunner und der trifft. Ein trauriger Gunner und der trifft. Gut. Probieren wir es nochmal. So. Die EMP. Die kommt gut. Wir wissen, dass das der böse Winkel ist. Und der zweite. Ah, der zweite ist zu hoch. Mist. Mist, Mist, Mist. Das hätte GG sein können. So leider nein. So machen wir nur ein bisschen mehr Damage. Okay, aber da unsere Anti-Air funktioniert. Oh. Gibt mir doch nicht so einen Herzinfarkt. Okay, hier nochmal die... Oh, schön alles weggemäht. Ja, hier sind einfach nur Energieschilde. Und komm, komm durch. Hoch. Flieg und Sieg. Hast du nie Sailor Moon geguckt? Das heißt Flieg und Sieg, nicht Flieg und wird gestoppt. Oh, komm mal her, ich kann eigentlich schon mal reinhalten. Schön. Und dann hier. So, wir müssen diesen Druck aufrecht halten. Das Problem ist, er ist halt Spion und da beklaut uns die ganze Zeit. Aber wir wissen auch, dass er nicht unendlich viel Energie hat. Bei uns wiederum, wir haben halt sacken viel Energie. Komm mal her, das ist der böse Winkel. GG! Haha, das ist der böse Winkel. War Spion. Hat er gut gespielt?
Ja. Aber dass er hier nur die zwei Energieschilde hat und nur Hintergrundholz, das ist schon sehr, sehr töricht. Aber ich fand's schön, das Game hat Spaß gemacht. Wenn ihr es genauso seht, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten genießt die schönen Tage, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.